Danke. Kim und ihre Schwestern brauchen ihren Trost. Ich weiß, dass sie Victoria geliebt haben. Aber die Mädchen haben auch ihre Mutter verloren. Victoria hat sie immer für den Experten in Sachen Familiensinn gehalten. Beweisen Sie ihr, dass sie recht hatte. Kurz dämpfen, dann bügeln. Das ist ganz einfach. Wenn ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Sie alle wissen natürlich längst, warum ich Sie gestern früher nach Hause geschickt habe. Inzwischen hat auch die Polizei die Ursache für diesen tragischen Unfall herausgefunden. Ganz offensichtlich hat der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs am Steuer einen Herzinfarkt erlitten und die Kontrolle verloren und ist deswegen mit voller Wucht gegen unsere Firmenlimousine geprallt. Wie Sie natürlich auch alle längst wissen, kam für Victoria Wolf jede Hilfe zu spät. Unser Mitgefühl gilt natürlich Ihrem Mann und Ihren vier Kindern. Die Familie Wolf wünscht eine Trauerfeier im engsten Kreis. Deswegen haben wir ein Kondolenzbuch vorbereitet. Ist ja gar nicht so ein kalter Fisch, wie ich immer gedacht habe. Baumann, hätten Sie vielleicht noch einen Moment für mich? Die Arbeit, die stapelt sich. Es dauert nicht lang. Ich habe die ganze Nacht nachgelegen und nachgedacht über Victoria, über das Leben, über wie schnell alles vorbei sein könnte. Ansgar, der Tod von Frau Wolf tut mir wirklich leid. Aber wenn du Trost suchst, den kann ich dir nicht geben. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich hätte dich nicht als Jasmina buchen dürfen. Das haben wir schon besprochen. Ja, und ich möchte auch kein Wort von dem, was ich gesagt habe, zurücknehmen. Trotzdem möchte ich, dass wir eine Chance bekommen. Ansgar, wir beide, das kann nicht funktionieren. Dann lass mich zeigen, wie gut es funktioniert. Entschuldigen Sie, Graf Lahnstein. Was denn? Könnten Sie das mal eben kontrollieren und unterschreiben? Das muss gleich als Fax raus. Einen Moment noch, Frau Baumann. So, war's das? Ja, danke schön. Danke. Du willst doch nicht sagen, dass zwischen uns alles aus ist. Es ist zu viel passiert. Ja, unter anderem, dass ich mich in dich verliebt habe, verdammt nochmal. So, ich weiß, dass du Angst hast. Aber du kannst mir vertrauen. Warum denn? Ich kenne dich überhaupt nicht. Dann glaub mir doch einfach, was ich dir sage. Ich würde alles für dich tun. Heute vielleicht. Und was ist mit morgen? Ansgar, du hast die Platinkarte für den Escort-Service, für den ich arbeite. Du kaufst dir Frauen zum Spaß. Aber für mich ist das kein Spaß. Wenn ich den Job verliere, dann kann ich das Geld für die Behandlung meiner Mutter nicht mehr bezahlen. Dann schafft sie es vielleicht nicht. Verstehst du das? Dann nimm doch das Geld, das ich dir anbiete. Lass mich für alles aufkommen. Bitte, Eva, das Leben ist so kurz für falschen Stolz. Die Mutter deiner Tochter ist gerade auf tragische Weise gestorben. Das würde jeden in die Krise stürzen. Was denn, glaubst du, ich sag das alles nur, weil mich Victorias Tod sentimental gemacht hat? Hältst du mich für so oberflächlich? Baumann? Ja, ich komme sofort. Was ist denn los? Das war die Pflegerin. Sie musste meine Mutter ins St. Vinzenz bringen. Okay, ich fahre dich hin. Nein, aber ich muss sofort zu ihr. Kann ich den Rest des Tages frei haben? Ja, natürlich. Für Sachen? Das wollte ich dich gerade fragen. Schwänzt du etwa die Arbeit?
Kamp hat gesagt, dass du auf dem Weg zur Toilette zusammengeklappt bist. Die pikanten Details sollte sie doch besser für sich behalten. Wie geht's dir denn jetzt? Ich könnte Bäume ausreißen. Warum hast du denn nicht angerufen? Wenn du merkst, dass du hohes Fieber hast, hm? Ich wollte nicht wieder unnötig Alarm schlagen. Mama, und wenn? Lieber einmal zu viel als zu spät. Du bist wirklich was ganz Besonderes, Mama. Ich weiß, wie schwer das für dich ist und ich weiß auch, was die Ärzte sagen. Aber ich glaube daran, dass deine Leukämie geheilt werden kann. Aber dafür braucht es deine Hilfe. Es gibt ein neues Reha-Zentrum in Bad Hollis, das auf chronische Leukämie, wie sie ihre Mutter hat, spezialisiert ist. Davon hat Mama mir gegenüber nie was erwähnt. Wie gesagt, das Zentrum ist ganz neu, aber auch relativ kostenintensiv. Ich zahle eh alles selbst. Die Krankenkasse kommt für alternative Behandlung nicht auf. Sie müssten mit 6.000 bis 7.000 Euro rechnen. Monatlich. Das schaffe ich nicht. Entschuldigen Sie. Wir reden später weiter. Furchtbar wie sein Ruf. Der hier ist geradezu exzellent. Ich habe schon seit ein paar Jahren Erfahrung damit. Ist deine Mutter öfter hier? Ab und zu. Aber sie sagt, sie ist froh, dass sie überhaupt noch am Leben ist. So kann man es natürlich auch sehen. Das ist meine Mutter. Für sie ist das Glas immer halb voll. Immerhin hat sie dich. Du sorgst seit vielen Jahren für sie. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Für mich schon. Vor dem Unfall waren wir immer eine glückliche Familie. Vater, Mutter, Kind. Ein Haus im Grün. Tut mir leid. Vor allem, dass ich die Geschichte nicht geglaubt habe. Hört sich auch an wie das reinste Klischee. Das Callgirl mit dem toten Vater und der kranken Mutter. Ich wäre ein dummer, selbstgerechter Vollidiot. Und glaub mir, es ist nicht gerade einer meiner Stärken, das zuzugeben. Eva, bist du da draußen? Danke fürs Kommen. Und für den Kaffee. Mama, war mir klar, dass du mein Zimmer bewachst wie ein Schloss. Und ich habe auch jemanden vom Fenster postiert, nur falls du auf dumme Gedanken kommst. Oh. Und Sie, junger Mann? Wenn Sie mir eine Sterbeversicherung verkaufen wollen, dann muss ich Sie enttäuschen. Das Geschäft hat ein anderer bereits gemacht. Mama, das ist Ansgar von Lahnstein, mein Chef. Wir sind uns zufällig auf dem Flur begegnet. Da wollte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen guten Tag zu sagen. Es war eine nette Abwechslung. Eva ist ein Schatz, aber von Rosenzucht hat sie keine Ahnung. Das ist aber auch schon Ihr einziger Fehler, soweit ich das als Ihr Chef beurteilen kann. Wenn Sie mögen, komme ich gern wieder. Ich könnte Ihnen die Gartenbücher meines Großvaters mitbringen. Das wäre sehr schön. Wir sehen uns auf der Arbeit. Gute Besserung, Frau Baumann. Danke.
attraktiver Kerl und charmant ist er auch. Du und deine Menschenkenntnis, Mama. Erzähl mir nicht, dass du nichts für ihn übrig hast. Und er ist offensichtlich völlig vernarrt in dich. Lass den Röntgenblick. Du hast ja recht, es geht mich nichts an. Aber du hast es verdient, glücklich zu sein. So wie ich mit deinem Vater. Mama, ich wünschte, Ansgar könnte dieser Mann für mich sein. Aber er ist es nicht. Und ich möchte, dass die Überweisung heute noch beim Empfänger eintrifft. Ja, sorgen Sie dafür. Ich verlasse mich auf Ihre Diskretion. Da bist du ja endlich. Wo treibst du dich die ganze Zeit rum? Seit wann bin ich dir Rechenschaft schuldig, Tanja? Seit wir verlobt sind. Schon vergessen? Ansgar, ich will, dass du dich wie ein liebender Bald-Ehemann verhältst und ansonsten diskret bist. Gibt's irgendwas, worüber du dich beschweren willst? Ich rede davon, dass du dieser kleinen Nutte hinterherläufst wie ein liebestoller Pavian. Sie ist unsere Angestellte. Ich will nicht, dass du sie so nennst. Was sonst, Ansgar? Drehst du mir dann den Hals um? Deine beste Idee seit langem. Du würdest Hannes aber nicht seine Mutter nehmen. Solche Skrupel habe ich zum Glück nicht. Wenn du dich weigerst, mich zu heiraten, dann verlierst du das Sorgerecht. Und alles, was dir von Hannes bleibt, sind ein paar schöne Fotos und ein paar Erinnerungen. In dieser Mappe steht alles, was du über unseren neuen Hochzeitstermin wissen musst. Ich frag dich ab. Wie geht es Ihnen, Frau Baumann? Schon viel besser, Herr Doktor. Ihr ist immer noch elend, obwohl sie das nie zugeben würde. Haben Sie Kinder, Dr. Mendes? Das können ganz schlimme Klucken sein. Aber manchmal auch ein Segen. Haben Sie einen Moment? Ja, natürlich. Sie erinnern sich, dass ich Ihnen gegenüber das Privatsanatorium mit den neuartigen Behandlungsmethoden erwähnt habe? Glauben Sie mir, ich würde nichts lieber tun, als meiner Mutter einen Aufenthalt zu ermöglichen. Aber ich kann die Summe gerade nicht aufbringen. Es geht einfach nicht. Wir haben gerade einen Anruf erhalten, dass die Kosten komplett übernommen werden. Aber wer? Das Geld wurde von einem Finanzmakler überwiesen, dessen Auftraggeber namentlich nicht genannt werden möchte. Sie haben einen Schutzengel. Eva. Wie geht's deiner Mutter? Besser. Das Fieber ist gesunken und die Hoffnung auf eine neue Therapie gibt dir natürlich Kraft. Genau wie mir. Neue Therapie? Ansgar. Ich weiß ganz genau, dass nur du das Geld für die Klinik überwiesen haben kannst. Ich frag mich nur, warum? Du kennst meine Mutter gar nicht. Eva, natürlich geht es mir dabei hauptsächlich um dich. Das ist doch klar. Ich will einfach nicht, dass du dir so viele Sorgen machen musst. Ich helfe euch eben beiden. Und bevor du fragst, es sind keinerlei Bedingungen daran geknüpft, okay? Jetzt denk nach, wann hat jemand wie ich schon mal die Gelegenheit, sein Geld derartig sinnvoll zu investieren? Deine Mutter hat die bestmögliche Therapie verdient, einfach weil sie deine Mutter ist. Tut mir leid, so funktioniert das nicht. Ich bin dir sehr dankbar für das, was du gesagt hast. Eva, wenn du das jetzt ablehnst, leidet vor allem deine Mutter darunter. Du solltest mich ausreden lassen. Genau aus diesem Grund habe ich beschlossen, das Geld anzunehmen. Aber ich zahle dir jeden Cent zurück. Anders funktioniert das nicht für mich. Ja, natürlich. Weil du dich auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise von mir abhängig machen willst, richtig? Lass uns das auch nicht nochmal diskutieren. Du heiratest Tanja. Ja, weil sie mich erpresst. Weil ich sonst meinen Sohn einmal im Jahr sehe. Das kann ich nicht riskieren. Eva, du prostituierst dich sogar, weil dir das Leben deiner Mutter so wichtig ist. Du müsstest mich doch am besten verstehen können. Das tue ich. Glaub mir, das tue ich wirklich. Aber was ich vor allem verstehe, ist, dass du damit deinen Weg gehst und ich gehe meinen. Für uns gibt es keine Zukunft.